zu einer weiteren Folge. Wilde Farming LS19 hat. hat den Server verlassen. LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Ja, lesen und denken ist nicht so. So, wir sind dabei, hier das Elefantenglas zu wechseln. Ich glaube, ich habe ungefähr ein Drittel haben wir. Und haben auch gleich schon einen Drittel. Ja, einen Drittel. Stopp! So, ich mache einen kleinen Spielauswahl, bin jetzt wieder da und wir können mit dem Hexen fortfahren. So, ab geht's. Ja, ist noch einiges zu tun hier heute. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also ich war vorhin dabei, euch zu zeigen, wie viel ich jetzt gehäckselt habe. Ungefähr ein Drittel waren wir. Natürlich synchrotechnisch. Wie bitte? Hast du irgendwas zum Tanken bei dir am Hof? Ja. Können Sie nachher tanken. Komm mal näher ran. Irgendwo noch ein paar Liter. Ja, ganz voll machen, passt schon. Ach, warte, 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 ich muss absenken. Die Mietarbeit. Jetzt. Nee, ganz ehrlich, also häckseln werde ich hier nicht mehr. Das ist unmöglich. Das macht mir viel zu viel Kopfzerbrechen. Ich denke, der Ertrag ist ziemlich gut. Die Logistik und das alles. Ich muss mal gucken, wo das noch alles reingeht. Holzscheite geht rein. Aber ja, mehr Holzkohle würde es reingehen, aber da kriegt man es nicht hin. Hallo, hier ist der Norman. Servus, Folge hier. Brauchst du Elefantengras oder sowas? Nö. Nicht? Oh, nee. Auch nicht für deine Düngeproduktion oder so? Oh, Hackschnitzel, ja. Guck mal nach, vielleicht brauchst du da nicht nur Hackschnitzel. Junge. Was? Junge, fahr mal ran hier, du bist zu weit weg. So, und jetzt. Und? Ich denke auch Elefantenglas. Wie teuer wäre denn Elefantenglas? Hunderte Tonnen. Also so wie Hackschnitzel. Ja. Der rafft auf keinen Auge, der ist immer zu weit weg, Mann. Ja, und? Würde ich nehmen. Und wie viel? Ja, wie viel hast du? Viel. Sehr viel. Also, wir würden einen Anhänger voll machen und mitnehmen. 80.000. Ja, irgendwie 81.400 oder so. Ja, genau. Der Farmster voll. Jo, passt. Das schicke ich dir als nächstes zu dir. Oh, perfekt. Gut, danke dir. Ciao. Der soll direkt in die Düngerproduktion. Ja, klar, weiß ich an. Passt, ciao.
So, Jungs, nächster Auftrag ist rangezogen. Der, was wäre? Stefan fährt wieder ins Silo. Mhm. Und der, der Oberhauser, der fährt dann zur Düngerproduktion vom Neumann und den kompletten Anhänger da rein. Also voll. Ja. Ist ja gar nicht leer. Nee, hat nicht alles reingepasst. Okay. Du hast gehört? Ja, Düngerproduktion. Jawohl. Kompletter Anhänger abgeladen. 1400 Liter. Ja, der nimmt alles. Und okay. Das ist, wenn du Düngerproduktion reinfährst, auf der rechten Seite gibt es so ein baufälliges Gebäude, so ein Unterstand. Da kommt es ja an. Bei Feld 58, oder? Ja. Neben dran. 59, okay. Hast du eigentlich die Felder? Oh. Was? Ah, okay, ja, nix. Das sind zwei Pachtfelder. Ah, darf man auch, also auch pachten, oder? Ja, Posthalt. Also ich habe für beide Felder, ich glaube, 50.000 bezahlt. Für? Achso, jetzt einfach nur so als Pachten. 50.000 Euro, sonst nichts. Genau. Dann darf sie zwei... Keine Miete oder sowas. Eine Pacht ist eine Miete für ein Land. Und ich darf zweimal halt ernten. Weil wenn du das Feld kaufst, dann kannst du... Sag mal, hallo? Jo, Volker Diesel hier. Servus. Servus. Dein Drescher steht dann am Feld. Sorry, danke. Bitte. Hör mal, hast du anscheinend vergessen, dass eine Seemaschine von mir war, wa? Warum? Ja, weil vorhin ging von meinem Konto 200 noch was wegen Servicekosten ab. So, ja, was Nutzer muss. Ja. Das habt ihr nicht. Ja, die... ja, alles gut. Komm doch mal ran, du bist erst halt viel zu weit weg, Mann. Ja, wenn der KW ist. Eieiei. Ja, wie gesagt, ich mache dir da jetzt keine Vorwürfe, ich habe mich nur gewundert. Ja. Ich übernehme die Restkosten, passt schon. Alles klar. Ja, dein Frontlader und so steht bei mir am Hof. Warum bei dir? Dein Frontlader plus deine Poltergabel, weil die noch bei mir am Johnny dran war. Ach so. Wie viel Prozent haben die? Ich glaube irgendwas mit 47. Okay. Jo, passt erstmal. Alles klar. Gut. Man hört sich. Warte mal, ich wollte auch noch irgendwas von dir, glaube ich. Was denn? Hast du jetzt einen Anhänger? Ich habe meinen Anhänger hinten dran, ja. Achso, okay. Gut. Wollte nur sagen. Ja, kein Problem. Gut. Ja, bis weil dann. Ich muss halt ein paar Sachen aus dem Lager rausschmeißen. Ja. Alles klar, man hört dich. Ciao. Ciao. Ja. Wo ist denn das Teil zum Tank bei dir? Das steht neben dem Heuschober. Da steht so ein grüner Tankanhänger. Hast du gefunden? Ja, ich guck mal, weil jetzt steht da gerade nicht mehr. Ja, okay, gut, ciao. Hallo? Ja. Hallo? Guten Tag, Herr Varuna. Wer sind Sie Weber, denn? Mein Name. Sie haben mich als Anwalt gefordert. Ah! Ja, das war über dieses komische Online-Portal. Da weiß man ja nie, wie die Leute aussehen, ne? Ja, ist alles.
Ja, die Unterlagen haben Sie, glaube ich, gekriegt. Ja, habe ich alles bekommen. Aber das zieht sich ja wohl gerade im Moment noch ein bisschen hin, Okay. weil der gute Herr Jäger gerade nicht da ist. Von dem her können wir uns noch ein bisschen ausführlicher dann die Tage mal unterhalten. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen eigentlich. Oder? Bisher ging es nur per E-Mail. Dann schicke ich, dann gebe ich Ihnen einmal schon meine Nummer. Moment, ich muss kurz was zu schreiben. Ich guck mal kurz, ob da was drin ist. Hab ich. Oder haben Sie eine Karte? Ah ja, hier. Ja, danke. Ist doch viel einfacher. Gut, ja, das ist alles. Okay. Genau. Gut, dann würde ich mich einfach mal melden, wenn ich Zeit habe. Ich bin gerade im Erntestress. Ich sehe es. Von dem her, ja, da drüben das andere Feld, das muss ich auch noch ernten. Ja. Wenn das noch lebt. Irgendwo da hinten. Okay. Ja, alles ein bisschen schwierig hier. Viel Ja. Arbeit und kein Personal. Okay. Gut. Ja, ich melde mich dann bei Ihnen. Ja, was kriegen wir denn? Dankeschön. Also, schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Tschüss. Bin mal gespannt, was das für eine ist. Bewerbung hat er ja viel gehabt. Der nächste Abfahrer hier. Ich kann mein Sägewerk gucken, ob da wieder was läuft. Kartons wollte das Ding. Nee, warte mal, der wollte doch noch Paletten. Natürlich nur Stämme rein. Wer könnte denn noch das Zeug brauchen? Vielleicht im. Oh, Karton. Karton ist voll. Ja. Dein grünes Ding ist leer. Ich kann daran nicht auftanken, weil es nicht voll ist. Brauchst du jetzt sofort? Ja, ein paar Kilometerchen komme ich noch. Nee, ich glaube, das Problem ist ein anderes. Dass du keine Berechtigung hast. Moment. Die hätte ich eigentlich, weil Traktor steht ja auch auf dem Haben zum Beispiel für die. Ja, stimmt. Dann werde ich mal schnell auf die nächsten Tankstellen. Ja.
kriege ich aber, glaube ich, bald auf. Ah, ich weiß wieder, was ich von Diesel wollte. Klingelingeling. Diesel. Jo, Folge, ja, du, ich habe wahrscheinlich gleich ein Platzproblem mit Elefantengras bei mir im Showbar. Ja. Kann ich da bei dir was einlagern? Also eben, ich guck mal im Computer. Elefantengras solltest du ja nichts haben. Komm in den Heuschober. Ja, dürfte eigentlich reingehen. So, dann würde ich gucken, je nachdem, das bei dir einlagern. Alles klar, mach das. Gut, danke, tschö. Bitte, ciao. Jason. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, abonnieren und da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.